Acharemot und Kedoshim. Acharemot bedeutet auf Hebräisch nach dem Tod. Es kommt in Fortsetzung von Parashat Shmini, die Parasha von vor 2 Wochen, wo wir über den Tod von zwei von Aarons Söhnen, Nadav und Avihu, gesprochen haben. Sie sind gestorben, nachdem sie Weihrauch in den Tempel gebracht hatten, und nicht nur im Tempel, sondern auch im Kodesh Kodashim, das Allerheiligste, der heiligste Raum im Tempel, wo nur der hohe Priester reingehen konnte und nur zu besonderen Zeiten, wie an Yom Kippur, wie wir im heutigen Abschnitt sehen werden. Die zweite Parasha, die wir diese Woche lesen werden, heißt Kedoshim, was bedeutet auf Hebräisch heilig oder heilige Menschen. Ich denke, wir können es definitiv auch auf die heutige Situation anwenden. Wir stehen jetzt Acharemot, nach dem Tod, Kedoshim, von einer wirklich heiligen Person. Es gibt einfach keine Worte. Ja, das ist schwierig. Okay, dann lasst uns jetzt mit dem heutigen Torah-Abschnitt anfangen. Nochmal, wir hatten vor 2 Wochen die traurige Geschichte von dem Tod von 2 Söhnen von Aaron, Nadav und Avihu, nachdem sie eine Sünde getan hatten. Was genau haben sie gemacht? Sie haben Ketoret, Weihrauch, in den Tempel, im Kodesh Kodashim, dem heiligsten Raum im Tempel, gebracht. Normalerweise darf nur der Kohen Gadol, der hohe Priester, das machen, also Aaron in diesem Fall. Nur der hohe Priester kann ins Kodesh Kodashim, das allerheiligste Raum im Tempel, reingehen. Und nur zu einem besonderen Anlass, ein Tag im Jahr, nämlich Yom Kippur. Also ihr versteht alle, dass Nadav und Avihu, seine 2 Söhne, etwas nicht Gutes getan haben. Sie haben etwas getan, was völlig verboten war, und es machte Gott sehr wütend, und Gott bestrafte sie mit dem Tod. Also jetzt halten wir nach dieser ganzen Geschichte, Gott kommt zu Moses, dem Bruder von Aaron, der hohe Priester, und sagt ihm genau, was er an Yom Kippur machen soll. Wie gesagt, Yom Kippur ist der einzige Tag, an dem der Kohen Gadol, der hohe Priester, den Weihrauch, Ketoret, im Kodesh Kodashim, im Allerheiligsten, bringen kann. Deshalb möchte Gott Aaron genau beibringen, wie es an diesem besonderen Tag funktioniert, wie genau es mit dem Weihrauch funktioniert und wie der Gottesdienst am heiligsten Tag des Jahres im Allgemeinen funktioniert. Für einen Hohepriester. Übrigens, das ist der Torah-Abschnitt, den wir in der Synagoge an Yom Kippur lesen, weil in diesem Abschnitt geht es nur um den Gottesdienst an Yom Kippur. Der ganze Abschnitt heute handelt sich nur von Yom Kippur. Also lasst uns anfangen. Nochmal für die, die mitlesen wollen, das heutige Torah-Abschnitt befindet sich im Buch Levitikus, Kapitel 16, Vers 1. Vayidaber Adonai el Moshe acharei mot shnei bnei Aaron bekovatam lifnei Adonai vayamutu. Und Gott sprach zu Moses nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, den Hohepriester, weil sie versuchten, sich zu Gott zu nähern und starben, wie wir jetzt erklärt haben. Vers 2. Vayomer Adonai Moshe, daber el Aaron achicha, v'al yavo bechol et el hakodesh, mibayit leparochet, el penei hakaporet, asher el Aaron, v'lo yamut ki banan ere al hakaporet. Und Gott sprach zu Moses und sagte, sag deinem Bruder Aaron, der Hohepriester, er soll nicht zu jeder beliebigen Zeit das Heiligtum hinter dem Vorhang betreten, also den Kodesh Kodashim, das allerheiligste Raum im Tempel. Warum? So wird er nicht sterben, wenn ich dort in einer Wolke erscheine. Gottes Licht dort ist zu stark. Eine Person kann damit nicht umgehen. Wenn eine Person einfach so dort reingeht, stirbt diese Person sofort, was mit den Söhnen von Aaron auch passiert ist, dass sie einfach daran gestorben sind. Gottes Licht war zu stark. Und Gott möchte verhindern, dass es wieder mit Aaron passiert. Okay, jetzt fangen wir an zu beschreiben, wie die Arbeit an Yom Kippur für den Hohepriester funktioniert. Vers 3. Besot yavo Aaron el HaKodesh, bepar ben bakar lechatat ve'ay la'ola. Okay, als erstes, Aaron darf nur so in das Heiligtum kommen. Mit einem jungen Stier für ein Sündopfer und einem Widder für ein Brandopfer. Also als erstes, 2 Opfer. Was kommt als nächstes? Vers 4. Ketonet bad kodesh ilbash, umichnese bad yual besaro, ubeavnet bad yachgo, ubemitznefet bad yitznov, bigde kodeshem, verachatz bamaim et besaro ulevesham. Als nächstes soll der hohe Priester sein heiliges Uniform, die er für die Arbeit im Tempel benutzt, tragen. Was enthält dieses Uniform? Ein Hemd aus Leinen, eine Hose aus Leinen, eine Schärpe aus Leinen,
Avnet heißt diese Schärpe. Es ist so eine Art Gürtel und eine Kappe aus Leinen. Dies sind seine heilige Gewänder. Und danach wird er sich in Wasser tauchen und sie anziehen. Das sind also die heiligen Kleider vom Kohen, die priestliche Kleider. Okay, Vers 5. Von der Gemeinde bekommt er auch etwas, nämlich zwei Ziegen als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer, also noch zwei Opfer. Wir hatten zwei Opfer, jetzt noch zwei Opfer von der Gemeinde. Okay, jetzt, wie funktioniert es genau mit den Opfern? Wie arbeitet es? Vers 6. Als erstes bringt er den jungen Stier als Sündopfer, also wird Gott ihm und seiner Familie alle Sünden vergeben, die sie jemals getan haben. Ein Sündopfer ist da, um Sühne bei Gott zu bewirken. So wird Gott auch die Sünde vergeben. Also das macht der hohe Priester als allererstes für sich selbst und seiner Familie, bringt er einen Sündopfer. So wird Gott alle seine Sünden vergeben. Und danach kümmert er sich um die ganze Gemeinde. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Ein interessantes Ritual, das mit zwei Ziegen gemacht wurde. Lasst uns das in den Wörtern der Tora sehen, was genau dieses Ritual mit zwei Ziegen war. Vers 7. Als erstes nimmt Aaron die beiden Ziegen und stellt sie vor dem Eingang des Tempels. Okay, was hat er danach gemacht? Vers 8. Wenn er dann Aaron als schnell Seirim Goralot, Goral echad la Donai, ve Goral echad la Azazel. Und Aaron wird zwei Lose machen. Ja, Lose, so ein Stück Papier. Und auf jede Ziege legte er ein Los. Was stand auf diesen Losen? Auf ein Los stand für Gott, la Hashem, und auf das andere stand für Azazel, la Azazel. Was ist Azazel? Rashi erklärt, es ist ein großer Berg mit einer hohen Klippe. Was genau dieser Berg mit der ganzen Geschichte zu tun hat, werden wir jetzt gleich herausfinden. Also Vers 9. Als erstes nimmt Aaron, der hohe Priester, die Ziege mit dem Los, worauf es steht, für Gott, La Hashem. Und diese Ziege bringt er auf dem Altar als Sündopfer. Also diese Ziege geht normal als Opfer. Jetzt die große Frage ist, was macht er mit der zweiten Ziege für Azazel? Vers 10, wenn Hasir Asher Allah Allah Vagorel Azazel Yamid Chai Lifnei Adonai Lechaper Allah Nishloach Etol Azazel Hamidbara. Und die Ziege, auf die das Los für Azazel stand, soll man in die Wüste schicken, zum Berg Azazel. Und wie Rashi erklärt, dort wird es getötet oder geschlachtet. Und damit wird Gott alle Sünden vergeben. Des Volkes, von der Gemeinde, von alle. Es wird Sühne bei Gott bewirken. Also die zweite Ziege wird nicht als Opfer gebracht, wie die erste Ziege, sondern es wird in die Wüste geschickt, zum Berg Azazel, und dort wird es geschlachtet. Okay, Vers 11, noch ein Opfer. Und Aaron wird noch eine Bulle als Sündopfer bringen, und damit wird er nochmal Sühne für sich und seine Familie bei Gott bewirken. Wie ihr jetzt gesehen habt, an diesem Tag im Tempel an Yom Kippur gab es viele Opfer. Und wie jeder weiß, das heutige Gebet ist anstelle der Opfer, die damals gebracht wurden in den Tempel. Also, weil es dann an Yom Kippur so viele Opfer gab, auch heutzutage ist das Gebet an Yom Kippur so lang. Das ist nur meine Theorie, ich weiß nicht, wie richtig das ist, aber okay. Vers 12. Was kommt als nächstes? Dann nimmt der Hohepriester eine Pfanne voll mit glühenden Kohlen vom Altar und er nimmt sich zwei Handvoll Weihrauch, Ketoret, Weihrauch. Er soll das alles hinter dem Vorhang zum Kodesh Kodashim, das allerheiligste Raum im Tempel, bringen. Okay, jetzt kommt das einzige Mal im Jahr, dass der Hohepriester im Kodesh Kodashim im allerheiligsten Ketoret, Weihrauch brachte. In den Worten der Tora, Vers 13, wenn er dann etaktoret ala esch lifnei Adonai, vichisa anan aktoret etakaporet, asher ala edut, velo yamut. Und er wird den Weihrauch vor Gott auf das Feuer legen, so wird die Wolke des Weihrauchs, ihr wisst, wenn sie etwas kochen zum Beispiel, gibt es so eine Wolke aus Dampf oder Rauch, die herauskommt. Und diese Wolke aus Rauch
vom Weihrauch wird den Aaron bedecken. Also nicht Aaron, der hohe Priester, sondern den Aaron. Der Aaron war ein Schrank, in dem die Tafeln der 10 Gebote aufbewahrt wurden. Also ein sehr heiliger Schrank. Dort waren die 10 Gebote. Und das war im Kodesh Kodashim, das allerheiligste Raum im Tempel. Okay, Vers 14. Velakach midam apar, beiza beetzbau al pnei akapot, kedman lifnei akapot, yaseh sheva pahamim, min adam beetzbau. Dann soll er vom Blut des Stiers ein bisschen nehmen und mit seinem Finger gegen die Vorderseite von dem Aaron, von diesem Schrank, spritzen. Okay, jetzt kommen die Opfer des Volk Israels, von der ganzen Gemeinde. Vers 15. Das war's mit dem Weihrauch. Jetzt kommen die Opfer von der Gemeinde. Veshachat et zira chatat asher la'am, vivir damo el mibayt leparochet, vasat damo kasher asal ledam apar, vizah oto al hakaporet velifnei hakaporet. Er wird dann die Ziege des Sündopfers des Volkes schlachten und sein Blut ins Kodesh Kodashim, ins Allerheiligste reinbringen, und er wird genau dasselbe nochmal mit dem Blut tun. Er wird es auf den Aaron 7-mal spritzen. Nochmal, Aaron ist dieser Schrank, dieser heilige Schrank mit den 10 Geboten. Okay, Vers 16. Vechiper ala kodesh mit tumat bnei Israel, ui pshehem lekol chatatam, vechen yaseh leol moed, aschuchen itam betoch tumatam. Also, als er das alles getan hat mit dem Opfer, mit dem Spritzen des Blutes, überall wird Gott alle Sünden vergeben, die das jüdische Volk getan hat. Okay, Vers 17. וכל אדם לא יהיה באול מועד בבואו לכפר בקודש עד שתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. Und zu dieser Zeit sollte niemand, wirklich niemand in den Tempel kommen, damit der Kohen seine Arbeit in Ruhe erledigen kann. Und auf diese Weise wird er dafür sorgen, dass Gott alle Sünden des jüdischen Volkes vergibt. Weil Yom Kippur ist doch Versöhnungstag. Darum geht es an Yom Kippur. Alle Sünden vom ganzen Jahr wird Gott heute vergeben. Aber, dass der Kohen seine Arbeit gut machen kann, kann niemand, wirklich niemand im Tempel zum selben Zeitpunkt sein. Jetzt macht er noch ein paar Sachen im Tempel, bevor alles wirklich erledigt.